Hey ho, da sind wir wieder bei Pokémon Karmesin. Das letzte Mal haben wir nicht nur einen Arenaleiter zum Schluss besiegt, nein, vorher haben wir auch einen Herrscher-Pokémon erledigt, vertrieben, wer weiß, in Grund und Boden gestampft. Da ist es nämlich hin verschwunden. Und damit haben wir auch eine neue Fähigkeit für unser Koraidon bekommen, unser Reit-Pokémon sozusagen. Und das bringt mich auch auf den Trichter, dass wir eventuell die Herrscher-Pokémon so einen gewissen Vorzug geben sollten, oder? Wir sind jetzt in der Nähe schon von Team Star. Das werden wir gleich mal machen. Damit wir auch mal so ein Team Star Abschnitt erledigt haben. Aber ich glaube, wir nehmen dann die Herrscher-Pokémon in Angriff. Die Frage ist natürlich, können wir das so einfach? Nicht, dass wir am Ende quasi in, was weiß ich, Level 50, 60, 70 Gebiete müssen und wir einfach nur auf die Schnauze bekommen. Nicht wahr? So. Das ist die wunderschöne Stadt. Ich habe jetzt letztes Mal die Sonflora auch noch gesucht, wie ein Depp. Man muss sich einfach merken, man spricht immer zweimal mit den Leuten, um die Herausforderung anzunehmen von den Arenen. Bin hier reingegangen, mit dem Typ an der Rezeption gesprochen, oder der Dame, und habe nicht gewusst, ich muss hier hin mit der auch nochmal sprechen. Und habe die ganze Stadt nach den Sonfloran durchsucht. Die Frage ist jetzt natürlich auch, die waren das letzte Mal bei mir gar nicht angezeigt, dass hier welche auf dem Feld stehen. Stehen die nur auf dem Feld, wenn man die einmal gefunden hat, oder stehen die schon vorher da? Ich habe nämlich gelesen, das Spiel hat ein Memory Leak Problem. Und ich habe es jetzt mal neu gestartet, damit wir hier mehr Performance wieder drin haben in den ganzen Dingen. Eventuell tut es den einen oder anderen Bug auch verhindern, weil wir wieder ein bisschen Arbeitsspeicher frei haben. So, und wir sind hier. Da wollen wir hin. Das heißt, wir gehen hier einmal ums Eck. Guck mal, da ist dann schon die nächste City, auch ein Champ. Vielleicht gehen wir auch dann so quasi hier. Ja, ich weiß nicht. Macht es Sinn, jetzt die ganzen Herrscher abzurennen? Oder wir können ja eigentlich. Wir müssen ja eh vorbei, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon fliegen könnten und wir fliegen einfach mal. Luftlinie, dass wir den kürzesten Weg haben. Wir müssen ja immer hier durch. Zumindest die hier machen wir mit. Den hier machen wir und von dort aus. Lass mal gucken. Ist hier überhaupt. Sind hier die anderen Herrscher-Pokémon? Doch, ja, hier ist auch noch eins. Ist ziemlich weit oben. Sind ja nur fünf. Okay. Also ich sehe jetzt erstmal nur drei. Eins. Ach ne, guck mal hier. Da oben das, was wir. Ne, das hatten wir. Okay, wir machen erstmal hier die Route. Diese drei sind unser nächstes Ziel. Und eventuell teleportieren wir uns dann zurück in die Stadt und gehen dann mal hier hin. Und dann dahin. Guck mal, hier sind nämlich direkt zwei so nah beieinander. Ich glaube, das lohnt sich dann für uns. Okidoki, ich habe noch was entdeckt gehabt und da muss ich jetzt direkt mal nachgucken. Was heißt entdeckt gehabt? Ich habe es bei anderem Streamer gesehen. Irgendwo gab es einen Belohnungspfad. Profilkarte. Ja, genau, hier unten links. Das Symbol hatte ich das letzte Mal auch schon gesehen, aber nicht gedrückt. 3 Sektion Sternstaub. Jetzt 20 Einträge. Ich hält. Okidoki. Hi, Dizzy. Ach, stell mal vor, das machst du, wenn du deinen Pokédex voll hast. Zum ersten Mal. Bist ja doof dabei. Okay. Das ist also der Belohnungspfad in dem Pokédex. Aber was er aufgemacht hatte, war was anderes, der Streamer. Das sah ganz anders aus. Huh.
Naja, mal gucken. So, nochmal die Karte aufmachen. Ich muss jetzt wissen, wo ich raus muss. Ich muss hier oben raus. Gut, ich gucke hier schon in die richtige Richtung dann. Und wenn ich aufhöre zu schleichen, kommen wir auch ein bisschen schneller voran. Ja, die machen den Roboter. Das ist ganz in hier in der Welt von Pokémon. Alle gehen sehr ruckartig, um Roboter zu imitieren. Müssen wir eigentlich ein Poké-Center benutzen, damit wir den als Schnellreisepunkt haben? Oder ist der jetzt ein Schnellreisepunkt? Ja, ich sehe es nicht, weil ich davor bin mit meinem Icon. Wir machen mal sicherheitshalber hier einmal Heilung. Ich glaube, wir haben genug Pokébälle, aber wir gucken nochmal nach Beutel. 34, naja, naja, naja. Man weiß nie, ne? Wie weit der Weg ist. 10, ja, 10 Stück hiervon und dann machen wir 20. Ich will ja alle versuchen, immer mit dem normalen Pokéball einzufangen. So. Na, eigentlich ist das hier ja ein richtig schöner Anblick. Wie es so den Hügel runter geht, der Hügel wieder hoch, mit den Bäumen. Oh Gott, ich hoffe echt, die nächste Switch oder was es wird, wird so cool, dass es so performancemäßig, dass die Pokémon-Welt und alles mal gut aussehen kann. Und das ist ein Koala. Du hast bald die Pupo-Pokémon. Was sind die Pupo-Pokémon? Wow, Level 21. Die, also von der einen Seite der Stadt, wo sie Level 14 haben, zu dieser Seite der Stadt auf 21. Das ist ja schon hart. Bei Pupo-Pokémon, also auf dem Cover, wenn ich da so gerade drauf gucke, dann ist da ja eigentlich nur Koraidon oder das andere Pokémon drauf abgebildet. Ach so, du hast dir die Pokémon ertauscht, die in Purpur exklusiv sind, alles klar. Natürlich. Ne, für was haben wir denn zwei Arena-Orden? So, ich bin auch ein Held. Ich sollte auch mal die Aufnahme drücken, ne? Damit herzlich willkommen an die, die dazustoßen. Wir sind nur aus der Stadt raus und haben den Plan für heute festgelegt. Das erste, was wir hier versuchen, ist ein Pokémon zu fangen. Und danach Team Star. Hast du noch nicht, aber hast die organisiert, dass du sie kriegst. Alles klar. Dann viel Glück. Weiß nicht, was wünscht man da? Oder ist ja mehr oder weniger sicher, dass du es kriegst. Ach du Schande. Viel Freude. Ja, das ist ganz gut. Viel Freude dabei. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Pokémon? Ich habe zwei Orden. Bis Level 30 sollen sie doch alle einfacher zu fangen sein. Ja, ich guck mal, ob ich überhaupt den Pokédex komplettiere.
hat keine Wirkung. Der hat Dauerschlaf. Warum kann ich ihn dann nicht fangen? Zum Glück heilt er sich nicht im Dauerschlaf. Stell mal vor, der wird sich jede Runde auch noch ein bisschen heilen. Jawohl. Ach du Schande, da hinten das Käfer-Pokémon. Jetzt müsste man aber auch wissen, was die exklusiven Pokémon sind. Das wird ja nicht dabei stehen. Hast du das online in der Liste nachgeguckt oder wie, woher weißt du, dass die exklusiv sind? Oder hast du schon alle anderen aus der Welt gefangen und hast jetzt die Lücken? Ich glaube, selbst so gut bist du nicht, dass du das jetzt über Nacht geschafft hättest, alle zu fangen. Du hast nachgeguckt, okay. Boah, ich hasse das mit B. Jedes Mal, wenn ich da die Sachen wegdrücken will, schleiche ich. So, wo ist es? Ist hier doch gerade eben lang gegangen. Das ist ein anderes, was ich noch nicht hab. Boah, ist das eckig. Oh, jetzt ist es rund. Im Kampf wird's runder, okay. Frubeiler, das ist, glaube ich, einfach nur die Weiterentwicklung von diesem Frucht-Pokémon, das in den Bäumen hängt. Die sind auch alle schneller als mein Krokodil hier. Hast schon fast 100 Pokémon gefangen. Ja, wie kannst du denn welche vom Purpur fangen, wenn du Karmesin hast? Oder war das nur unglücklich geschrieben? Das Obst-Pokémon. Es verströmt ein süßes Aroma, das für gute Laune sorgt und auch als Duftnote für Deodorants sehr beliebt ist. Nimmst dir das fängst dir das Pokémon und reibst es dir jeden Tag unter den Arm nach dem Wasch. Achso, du hast schon die Fang-Pokémon gefangen. Die Tausch-Pokémon gefangen, okay. Ja, ist die Weiterentwicklung gewesen. Okay, hätten wir nicht extra fangen müssen. Trassel entwickelt sich. Zu einem Kirlia entwickelt. Haben wir eigentlich ein weibliches oder ist das das männliche? Es gibt ja diese unterschiedlichen Gardevoirs, wie die aussehen, ne? Das eine ist mehr so eine Opernsängerin und das andere ist mehr so eine Art Schwerttänzer. Wir haben die weibliche Variante. Guck mal, da ist die Weiterentwicklung von unserem Schwein. Warum trainieren, wenn wir sie fangen können, ne? Ich finde es so witzig, dass die Low-Poly-Variante direkt angezeigt wird. Das hält aber einiges aus. Muss ich mich mal dran gewöhnen, dass ich stärkere Attacken einsetzen darf. Ach, jetzt kann ich es nicht fangen, so ein Müll. Beutel, Trank. Jawohl, super. Fragrunz. Nein, nicht in mein Team. Aber schön, jetzt wissen wir, dass es auch in Pokémon Spanferkel gibt. So, gucken wir mal. Haben wir das, wie hieß das noch? Hallo? Ja, Blutzuck, das haben wir noch nicht. Okay. Du hast auch mitbekommen, dass sie das Pokémon hier ein Memory Leak Problem hat, dass du das ab und zu neu starten solltest.
damit es ja quasi den Arbeitsspeicher mal neu belädt und nicht überläuft. Caprator entwickelt sich, jawohl. Oh Gott, das sieht so klein aus. Die sind sonst immer so riesig. Das hat echt Flugeigenschaften. Garados ist Wasserflug. Ist das in Arceus dann kein Bug, dass das in der Luft rumfliegt bei dem einen Wasserfall? Tediosa haben wir schon. Wir haben beide schon. Sproxy. Was? Hallo? Tediosa? Tediosa? Haben wir doch nicht. Klut? Oh, Gott sei Dank. Oh, jetzt brennt's. Das wollte ich nicht. Ja, wenn ich jetzt nämlich mit Klut angreife oder Biss, ist es wahrscheinlich dann Fujikago. Wir versuchen es so zu fangen. Ich hätte hier ganz gerne, wie im Anime, in der ersten Staffel von Pokémon, so einen Baum, wo nur Safcons dranhängen. Dann würde ich mit meinen Koraidern einfach mal gegenrasen, damit sie alle runterfallen. Spinsidas, okay. Das ist wahrscheinlich auch nur die Weiterentwicklung von einem Pokémon, das wir schon haben. Tarantula vielleicht, oder... Da gibt es doch dieses andere mit den ganz schmalen Beinen. Lauf, sehr gut. Enki versucht Kreuzhieb zu erlernen, okay. Das ist eine normale, also keine neue. Doppelter Hieb mit einem Unterarm, hohe Volltrefferquote. Ich kann, Items stehlen mit Bezirra. Mache ich eh nie. Dafür müsste ich erstmal wissen, dass es einen Gegenstand hat. Gucken wir mal, ob es eine Weiterentwicklung ist. Von Tarandul. Okay. Hier haben wir jetzt die... Ach, hier, eine ganze Gang. Ah, hier, bitte. Ihr wollt hier nicht anders. Das hier jetzt nicht mehr, oder was? Naja. Okidoki. Ab wann weiß ich denn, ob was ein Shiny ist? Zum Beispiel das hier. Hat das immer schon den hellblauen Körper? Ich schätze mal ja. So, jetzt weiß ich nicht, welche Nummer das war, da die hier auch nicht irgendwie sortiert sind.
Lassen wir jetzt mal so ein bisschen durchklicken. Boah, zum Glück haben die Icons. Okay, das hat schon immer die Farbe. Oh, Pokéball. Tauros. Hat es nicht gedacht. Kampfbiss. Ach du Schande. Klut? Das haut rein. Noch einmal müsste es aber aushalten. Ist ja ungefähr genau bei der Hälfte. Wir haben vorher einen Biss gemacht. Natürlich. Und jetzt ist bestimmt der Kumpel hier richtig sauer. Wir machen einmal einäschern. Vielleicht langt das. Och, das gibt's doch nicht. Da unten ist schon das nächste Pokémon Center. Nein, ich will dieses. Das hier. Kopf. Nochmal angelaufen. Ich dachte, das wären seine Pokémon, die irgendwie vor ihm rumtanzen. Hublupf. Biss. Naja, die Tauros werden schon wieder auftauchen. Die werden ja nicht nur einmal im Spiel drin sein. Hoffe ich. Ab jetzt nur noch in der Safari-Zone. Och, nö, ne. Schlafpulver. Was soll denn das? Vielleicht langt's ja, ne? Oder auch nicht. Der Trainer ist im Hintergrund ausgeblendet, aber sein Pokéball schwebt da in der Luft noch rum. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich bin gespannt, wann sie den ersten Patch raushauen. Da haben wir es. Wenn wir jetzt unser Krokodil rausholen, das schläft hier eigentlich noch. Schläft es dann noch? Anscheinend nicht. Ja, hopp, da ist ja noch eins. Alter Schwede, der braucht eine Brille. Das sieht er natürlich jetzt wieder. Nein, da ist noch ein neues. Aber ich muss vorher gerade gucken. Der schläft offiziell. Also, Hut ab. Schlafwandeln kann er echt gut kämpfen. Auf weg da. Das haben wir noch nicht. Jo. Das kommt mir aber bekannt vor. Das ist kein neues, ne? Das hatten wir schon in vorherigen Editionen. Taikinoa.
Na, Wochenende fast rum. Depri-Stimmung gleich am Mittag verursachen. Und weißt du, warum ich es sag? Weil ich morgen Urlaub hab. Schön verlängertes Wochenende. Bist noch krank geschrieben? Immer noch? Ach du Schande. Geht's dir jetzt schon besser oder ist es wieder schlimmer geworden? So. Jetzt würde ich hier gerne noch mal ein bisschen die Gegend gucken. Ja, schon wieder ein Schleichmodus. Da ist auf jeden Fall genug zum Sammeln. Aber hier ist nirgends ein Tauros mehr gespawnt. Ne? Dann heißt das mal kämpfen. Für was trägt er eigentlich die Warnweste? Hier draußen ist nirgends Licht, das reflektiert werden könnte. Hier geht's schon besser. Kannst du jetzt endlich wieder kurze Strecken ohne Krücken laufen? Ich sag mal Glückwunsch. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ach du Schande, das ist nicht effektiv. Das Glückwunsch sagen, dann gute Besserung weiterhin. Vielleicht ist das effektiv. Nee, es ist immer noch nicht. Oh, ihr seid auch noch krank geworden im Wartezimmer beim Arzt. Ja, das ist dann wohl Pech im Pech. Die Musik ist hier echt im Moment schön. Oh, ein Pikachu. Ach, ich habe ja schon eins. Na egal, ein zweites schadet nicht. Guck mal, das hat eine Herzform als Schwanz. Ich krieg die Kamera nicht hinter Pikachu. Das funktioniert nicht. Schade. Man erkennt es so ganz leicht. Natürlich. Nicht einmal gewackelt. Das heißt ja natürlich, du hast die ganzen Streams auch ausgesetzt, die du sonst machst. Hast du sonst was in der Zwischenzeit aber weitergespielt? Pokémon hast du erzählt, habt ihr euch dann nicht geholt? Brüller. Nee, ich will kein Brüller lernen. Ah, hier sieht man sehr gut, dass Pikachu einen herzförmigen Schwanz hat, sozusagen. Du hast Earthlock weit. Ach, dass du das spielen kannst. Ich war so abgeturnt nach der Demo davon, dass ich... Nee. Was ist das jetzt hier schon wieder? Fragrund. Ach so. Das sah so anders aus. Ist das die weibliche Form dann? Pokédex, hilf mir. Okay, guck mal. Das ist keine Shiny-Variante. Das ist einfach wahrscheinlich das andere Geschlecht dann. Aber ich habe nur den männlichen Eintrag bis jetzt. Dann wird das der weibliche sein. Machen wir doch einfach mal. Haben alle weiblichen Pikachus die Herzform? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so tief in Pokémon drinne. Das Game macht ja auch an und für sich Spaß. Die technische Seite ist das große Manko im Spiel.
Und dass es halt weiterhin zu einfach ist. Aber die technische Seite ist das größte Problem. Mit der Einfachheit kann man sich irgendwie arrangieren. Man ist ja nicht mehr anders gewohnt. So, Blutzuck habe ich immer noch nicht. Pokémon. Nach dem Earthlock im Earthlock wirst du mit Hinweisen zugebombt. Okay. Ja, es kann nervig sein. Kann ich nicht sagen. Oh Gott, ich muss mal richtig lesen lernen. Also, ich gehe nochmal in die Grundschule, dann lerne ich das vielleicht auch nochmal. Du kriegst keine Hinweise, okay? Ja, das ist halt oldschool. Das ist richtig oldschool. Und daran haben sich die Earthlock-Macher ja orientiert. Wenn du die Beschreibung von Earthlock durchliest, sagen sie dir ja, wir haben uns an den 90er Jahren JRPGs und Co. orientiert oder sowas. Okay, guck mal, da oben ist wieder so ein goldenes Pokémon. Ey, wir kommen keine 10 Meter weit. Da oben ist eigentlich unser Ausgangspunkt. Wir sind jetzt... Na gut. Circa 25 Minuten dabei und sind so weit gekommen. So. Donnerzahn, okay. Hier einfach eins nach dem anderen abmurkst. Sehr gut. So, Kristall-Pokémon. Du kannst sagen, dass du mein Statement bestätigen kannst. Jetzt müsste ich nur noch wissen, über welches du redest. Ich hoffe, eine Klug bringt das jetzt hier nicht um. Oh, Gott sei Dank. Das von den Earthlock-Machern. Oh, weh, oh, weh. Toi, 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 Biss. Oh, Gott sei Dank. Roter Bereich, jetzt können wir es fangen. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn man die besiegt. Mist. Das ist natürlich fies. Das heilt jetzt Stück für Stück für Stück. Dann machen wir nochmal einen Biss. Ja, also wenn ihr euch doch Pokémon holen wollt, empfehle ich es im Handheld-Modus zu spielen, weil auf dem Fernseher, uiuiuiui, die Treppchenbildung, die sticht so massiv hervor, das sieht richtig unschön aus. Ich habe es jetzt hier auf meinem 27-Zoll-Monitor und ja, manchmal würde ich mir wünschen, ich würde es im Handheld-Modus spielen. Das ist doch nicht wahr. Ich will alle in roten Pokébällen eigentlich fangen. Natürlich. Steiger dich nur.
Hm. Oh, wir haben es. Sehr gut. Man lernt, jetzt am vierten Tag fällt mir so langsam die schlechte FPS und diese ganzen Treppchenbildung. Ich lerne es gerade zu ignorieren. Aber es ist schwierig. Vor allem, wenn das Spiel sich aus seinen schlechtesten Seiten zeigt. So, nee, wir gehen jetzt nicht nach dahinter. Wir wollten ein bisschen Fortschritt machen, sonst kommen wir heute wieder irgendwo hin. Bin nur hier hoch wegen der goldenen Lichtsäule. Ja, aber es steht ja jetzt so groß in Kritik, das ganze Spiel. Selbst in Japan wird das wohl nicht unter den Tisch gekehrt, dass sie eventuell jetzt mal auf eine andere Engine wechseln. Ich glaube nämlich nicht, dass sie ihren Release-Zyklus irgendwie anpassen werden. Das war die falsche Taste. Das ist die richtige. Hi Dan. Ja, ich hoffe einfach, dass sie auf nicht ihre Haus-Engine, worauf das Spiel basiert, dann endlich mal auf eine Unreal-Engine oder sonst was umsteigen. Weil anscheinend, sie müssen sich jetzt ja irgendwo mal eingestehen, sie können es nicht. Hoffen wir einfach mal, dass dieses Debakel groß genug ist, dass sie für die nächste Pokémon-Spiele umdenken. Die haben irgendwie alle fast immer nur ein Pokémon, die Trainer. Das ist auch ein bisschen arm. Alles gut. So, wieder Pflanzen-Pokémon. Die kann er mal abgrasen, sozusagen. Wegmähen. Das Pokémon ist einfach. Ach so, es hat wieder umgedreht. Ich wollte schon sagen, was ist denn da los? Ist einfach weg ins Nix, despawned. Ja, der Hut ist weg. Ich habe rausgefunden, wie man die Klamotten wechselt. So, mal gucken, ob wir hier noch eine Belohnung kriegen. Nee, ich muss gegen 5 gewinnen, okay. Nee, man hat das Steuerkreuz und wenn man nach rechts, links dann. Wenn man auf ein Steuerkreuz links drückt, kommt man ins Kleidungsmenü. Ja, sieh mal an, Tauros greifen mich hier an, während ich mich am Umziehen bin. Da kannst du dann das Zeug ablegen. Aber ich habe noch keinen weiteren Klamottenladen gefunden. Ah, überrascht. Direkt auf den Bubbis. Mein Charakter sieht total böse aus. Double G, sprich mal eine Kaufempfehlung aus. Du brauchst noch den letzten Ruck, dass du dich überwindest, es zu holen, oder wie? Du musst selber wissen, ob du es willst. Ich habe per se meinen Spaß damit. Die Frage ist, ob ihr über die technischen Unzulänglichkeiten hinwegsehen könnt. Weil was ich so an Open World jetzt sehe, mit dem Durchlaufen, die Pokémon sich schnappen und Co. Sieht alles. Okay aus. Die Frage ist, wie viel Patcher hauen sie noch nach? Game Freak ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, ihre Spiele dann noch rund zu patchen. Haben sie weder bei Schwert und Schild noch bei Arceus gemacht. Also,
Ich schätze mal, da werden noch 1-2 Patche kommen, um die gröbsten Sachen rauszuhauen. Aber dann werden sie auch sagen, genug getan. Das ist ja in japanischen Studios meistens so. Und da musst du halt damit leben können, wie es ist. Du glaubst, bei den anderen Spielen... Nee, bei den anderen Spielen war es nicht so schlimm. Die haben halt Arceus dieses Jahr rausgehauen und jetzt hier auch noch dieses Spiel. Also Kamezin und Purpur. So, jetzt haben wir auch noch das schwarze Tauros. Der Spielspaß, ja, das Spielspaß Schwert und Schild war bei mir sehr, sehr gering. Arceus hat es bei mir gut getroffen mit einem einfach Pokémon sammeln durch die Open World gehen. Die Google-Bewertungen sind bei 60%. Okay. Google-Bewertungen, weiß ich nicht, wo die ihre Daten herziehen. Wie gesagt, also geh nicht von aus, dass die viele, viele Patches raushauen werden. Vielleicht noch einen dritten. Und eventuell wird das Spiel nochmal gepatcht, falls ein DLC rausbringen. Aber erwarte nicht mehr. Und wenn du jetzt massive Probleme damit hast, dir das Spiel schon anzugucken, ist es vielleicht nichts für dich. Ich für meinen Teil komme auf meine Kosten. Ich kann rumlaufen. Ich kann Pokémon sammeln. Super einfach. Ich muss nicht hier 100 Mal gegen wilde Pokémon kämpfen. Ich kann ausweichen. Ich muss nicht kämpfen, wenn ich nicht will. Und ich kann mein Pokémon einfach rausschicken und greif an, greif an, greif an. Ohne dass ich irgendwas machen muss. Du bekommst Schwert- und Schild-Vibes, ui. Wo kriegst du die her? Sie haben neue Animationen gemacht. Es sind nicht die alten bei den Menschen. Zumindest nicht komplett. Die Charaktermodelle wurden überarbeitet. Das gibt's doch nicht. Was ist mit dir los? Also ich wette, spätestens in einem halben Jahr gibt es das Spiel gecrackt auf dem Emulator für eine Switch-Emulation. Und die werden dann so einiges hier rausreißen mit höherer Auflösung, schärferen Texturen und so ein Kram. Alles, was jetzt hier nicht drin ist. Jetzt muss ich es gegenheilen. Nee, machen wir nicht. Wenn es stirbt, stirbt's. Ich hoffe einfach, dass hier bald auch eine neue Konsole einfach mal kommt. Das ist ja nicht wahr. Da war es fast drin. Okay, ein HP. Das ist jetzt der kritische Wurf. Das Ding ist mittlerweile auch 2000 Poké-Dollar wert. Das ist ja nicht wahr. Na gut, dann muss es halt mein Drastlas Weiterentwicklung regeln. Kirlia. Holt es euch doch einfach physisch. Dann könnt ihr es weiterverkaufen, wenn ihr sagt, ist nichts. Oder zurückgeben. Ich meine, hast du ja noch Rückgaberecht, wenn du es dir online bestellst. Natürlich, jedes Mal, erstes Mal Hypnose einsetzen, verfehlt jedes Mal, ich weiß nicht warum.
selbst ein schlafendes Pokémon. Kriege ich nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist ein Level 19 Pokémon. Was will denn das Spiel jetzt hier noch? Hat jemand mitgezählt? Wie viele Bälle habe ich reingeworfen? Endlich! Gott im Himmel! Du schuldest mir 2000 Pokédollar. Geil, ne? Das Tauros ist die ganze Zeit in mich reingerannt und ist einfach stehen geblieben. Kampf vorbei, nächster Kampf direkt da. Gyarados ist nicht sehr effektiv, ja, dachte ich mir. Warum ist das Tauros so dunkel? Das ist einfach die spanische Version des Tauros. Es gibt wieder regional bestimmt aussehende Pokémon. Da gibt es dieses komische Wasser-Pokémon, das auch noch Felino oder so heißt das. Das hat auch noch mal anderes Aussehen. Das ist ja schlammbraun statt blau. Und das Tauros, wenn ich mich recht entsinne, ist sogar je nach Version, Karmesin oder Purpur, ein anderes Typ. Ich glaube, ich habe die Wasserversion und Purpur hat die Feuerversion des Tauros. Natürlich darf es zuerst angreifen. Und guck mal, hinter mir ist ein Bambi, das wartet. Akrobatik vielleicht? Keine Ahnung, was das macht. Das Pamamo sieht süß aus. Das Pamamo ist Elektro. Das ist eins der Startgebiet Elektro-Pokémon. So. Ja, ein Bambi haben wir schon. Das Beste ist, diese Zielfunktion, mit der man die... Nee, hab ich nicht. Krass. Müssen wir uns gleich schnappen. Das, finde ich, haben sie gut gemacht. Diese ganzen Icons sehen sehr schön aus. So, diese blöde Zielfunktion hier, die funktioniert auch mal mehr, mal weniger. So, Bambi. Das sah schon interessant aus. So. Pokéball. Flieg. Bitte nicht dieselbe Tortur wie beim Kramurx. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Ich muss sagen, wir haben es ja schon ganz weit geschafft, ne? Wir sind einen ganzen Hügel runtergelaufen, von Pokémon Center zu Pokémon Center. Ich habe hier gerade eben doch noch diese komische Schlange hier irgendwo gesehen. Die ist natürlich despawned, ne? Da ist sie.
Du Miesel. Ein Volltreffer ist also nicht effektiv. Nee, ist normal, okay. Standpauke. Gut, Team Star ist aber jetzt ums Eck. Da müssen wir nicht mehr weit gehen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Kilia versucht Lebenstropfen zu erlernen. Was ist Lebenstropfen? Wundersames Wasser heilt die KP des Anwenders und seiner am Kampf beteiligten Mitstreiter. Ja, bis jetzt haben wir aber nur Einfachkämpfe gemacht. Gibt es denn überhaupt Doppelkämpfe? Nö, komm, lassen wir weg. Könnt's ja jederzeit beibringen, falls wir es dann doch haben wollen. Wäre jetzt auch kein Mega-Stratege, dass ich sagen würde, ich brauch's. So, nochmal heilen und dann auf zu Team Star. Sprach er und machte dann eine Reise ins Unbekannte für 12 Stunden, bevor er wieder zurück auf den Weg fand. Gucken wir mal. So. Naja, hier die Schweine, die lauern überall. Das haben wir noch nicht. Ja, habe ich nicht gesagt? Ja, das ist unsere Low-Spec-Variante unseres Reit-Pokémons. Und es trägt den Namen Mopex. Es ist schon arm, dass ein Moppetier ins Leben gerufen wird in Form eines Pokémon. Sehr gut. Wie Schiefer aus Final Fantasy 13. Warum? Was war mit Schiefer aus Final Fantasy 13? Ist die auch ein Fahrzeug geworden oder was? So, haben wir auch ein Mobex. Die wurde auch zum Motorrad. Okay, erinnere ich mich gar nicht mehr dran. So, ich darf nicht rückwärts gehen. Jeder, der aufgepasst hat, wird wissen. Warum? Ha. Drei Pokémon lauern mir nämlich gerade auf. Mistkerle. Bin so oft in die schon reingerannt, die hinter mir auf einmal standen. So, jetzt darf ich die noch alle fertig machen. So, Team Star, da ist es doch irgendwo. Irgendwo geht's da rein. Ja, mein Pokémon bekommt XP bei diesen schnellen Kämpfen, aber ich glaube nur ein Fünftel der eigentlichen XP. Gucken wir mal, wie viel das sind gerade. Oben links steht's 40. Ja, könnten noch 2/5 sein. Aber dafür, guck mal hier. Buff, einer weg. Nächster weg. Das geht halt 100-mal schneller als der normale Kampf. Und das ist ja halt auch gedacht, dass du die Ressourcen, die die Pokémon jetzt geben, wenn du sie besiegst, auch schneller bekommst. Und jetzt fragst du, was hat das mit den Ressourcen auf sich?
die Ressourcen benutzt man, um TMs zu craften, wenn man die haben will. Ich weiß nicht, ob die Ressourcen noch für irgendwas anderes Einsatz finden oder einen Zweck haben. Aber per se ist erstmal das. So, wie komme ich jetzt da rein? Ich bin jetzt einmal rundum gelaufen. Nirgends. Okay. Das ist in die Wand geklippt. Tut mir leid für ihn. Ja. Kann ich das erst machen, wenn ich klettern kann mit meinen Koraidon? Ich sehe jetzt hier nichts. Ach, warte mal, das sind vielleicht nur Fahnen hier oben. Kann das sein? Hier sieht man es besser. Das ist gar kein Lager. Okay, dann kommt es noch. Ich bin nicht ganz auf der Höhe, wenn ich das Spiel spiele. Gestern habe ich 10 Sonnenflora in der Stadt gesucht, wo die Sonnenflora noch nicht verteilt waren. Tja. Da. Ring, 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 macht das Telefon. Cassiopeia hier. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Team Star. Interpretiere ich das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Danke, jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht ab? Der Direktor der Schule. Ich wüsste auch gern, was Sache ist. Wie, wer ist da? Leval ist mein Name. Ah ja, und wie lange belauschst du uns schon? Jetzt chill mal, sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin ein Kumpel von Plaid. Ist doch so, oder? Gar nicht wahr. Hey, schüchtern wie eh und je, was? Tja, ich kann mich anscheinend nicht von ihm lossagen. Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen wollen. Das ist kein Spiel, klar? Das habe ich schon gecheckt, ist mir nur recht. Mit denen habe ich auch noch eine Rechnung offen. Und ich will ja nicht angeben, aber ich mache keine halben Sachen. Auf mich ist Verlass. In der Not kann man nicht wählerisch sein. Also gut, du bist auch mit dabei. Ja, welche Not? Wir sind ja noch gar nicht in der Notlage. Dann wäre es ja gebongt. Dein Name war Cassiopeia, richtig? Wer bist du eigentlich? Der Direktor heißt Lavel übrigens. Der hat einfach nur das E und A getauscht im Namen. Lass es mich so ausdrücken. Ich bin jemand, der mal etwas mit Team Star zu tun hatte. Verstehe schon, dann will ich nicht weiter auf die Pelle rücken. Ja, die kurze Hose, die sieht irgendwie, ich weiß ja nicht, als ob man so einen Schottenrock genommen hätte und gesagt hat, ich mag keinen Rock, aber kurze Hosen stehen hier. Gut, dann würde ich jetzt nämlich gern mal zum eigentlichen Thema kommen, Operation Stardust. Was genau sollen wir tun? Einfach ausgedrückt, ihr sollt in die Verstecke von Team Star eindringen, dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Banden und stoßt sie vom Thron. Vom Thron? Ach so, sie sollen von ihren Posten zurücktreten, meinst du? Ganz genau, Team Star besteht aus 5 Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr solltet gleich hier in der Nähe ein Tor zu einem ihrer Verstecke sehen können. Kann man es dann Versteck nennen, wenn das so offensichtlich zu sehen ist? Ah ja, dort drüben. Dahinter befindet sich eins ihrer Verstecke. Und dort drinnen müsst ihr den Boss einer Bande finden. Wenn du das sagst, Teamster, ein Boss muss ich auf jeden Fall einlassen, Streit mit ihm suchen. Ja. Komm, wir machen es weiter. Im Prinzip ist es ja am Ende. Geh rein, besieg die Leute, besieg den Boss, alles gut und die Welt ist wieder glücklich. Hm.
Senior Direktor? Na hoppla, was meine wahre Identität angeht, möchte ich um Stillschweigen bitten. Vor dir steht gerade Leval. Bitte sprich mit den anderen Mitschülern. Aha, ja, aber es passt. Ich meine, ich habe Mitschüler, die sind 40 anscheinend. Von daher passt das Ganze schon. Hey, was hast du hier zu suchen? Das ist ein Versteck von Team Star. Könntest du bitte wieder abzechen, sonst muss ich dich davonjagen, aus reinem Selbstschutz. Ich finde es auch interessant, was hier in dieser Welt abtrünnige Schüler an Ressourcen zur Verfügung haben. Bauen ganze Verstecke, allein die Mauer, die muss ja schon 1000 Euro gekostet haben. Ganz wie du willst, dann werde ich eben meine Selbstverteidigungskünste an dir trainieren. Und wenn ihr guckt, wie die Eispreise in dem Spiel sind, die sind abartig. Pokebälle sind günstiger als ein Eis. Tja, Standpauke? Nee, der ist selber unlicht, ne? Machen wir mal einäschern. Natürlich dürfen die irgendwie immer alle zuerst angreifen. Hat keine Wasserattacke. Was könnte noch gegen Hundooster gut sein? Vielleicht ein Mankey? Ja, ich habe aber leider kein Wasser-Pokémon bei mir. Geist habe ich auch keins. Dann machen wir mal Standpauke. Natürlich ist es zurückgeschreckt, ist mir klar. Naja, immerhin war ein etwas längerer Kampf. Sonst ist man ja ruckzuck immer hier durch. Naja, jetzt krieg ich das Mankey ja zurück, denke ich. Hey, das nächste Pokémon in der Liste, okay. Okay, es war ein Volltreffer, ich wollte schon sagen, alter Schwede. Psycho würde helfen, hätte ich ja Kilia einsetzen können. Boah, du bist irre stark. Moment, bist du etwa der Junge, der Team Star den Kampf angesagt hat? Oh, okay, cool, cool. Danke für die Info. Das ist extrem schlecht. Ich sollte dann mal schleunigst zurück zu den anderen gehen. Hasta la vista. Hey, Plei. Da ist er wieder. Ich habe gerade auf Cassiopeias Bitte hin das Versteck der Feuermitglieder untersucht. Wo ich schon hier bin, wollte ich dir meine Hilfe anbieten, aber die scheinst du nicht zu brauchen. Bon, bon. Das Superhelden-Pokémon. Knarrlos, bist du... Carlos, bist du das? Bon. Tatsächlich, aber was machst du hier? Unlicht ist gut gegen Psycho. Unlicht ist gut gegen Geist.
Bonbon. Das ist eines der Pokémon, um die wir uns auf dem Gelände der Akademie kümmern. Hey, Carlos, weg ist es. Gibt es womöglich eine Verbindung zwischen ihm und dem Team Stars der Feuermitgliedern? Bla 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 bla. So. Du bist also mit dem Rübel fertig geworden. Ja, super. Man darf nicht einmal spielen in dem Spiel. Okidoki, so. Auf geht's. Gut, dass der Türöffner draußen ist. Ich weiß gar nicht, wer sind meine ersten drei Pokémon? Psycho, Garados und bla bla bla. Jo, passt. Ja, ihr müsst euch auch dran gewöhnen, dass die Texturen nicht hochauflösend sind in dem Spiel. Vor allem der Boden nicht. Eindringling, bla bla bla. Innerhalb von 10 Minuten muss ich ihn alle 30 besiegen. Ja, Texturen sehen aus wie bei der PS2. Kilia ist down. Na gut. Hätte man erwarten können. Ja, genau. Jetzt erzähl mal, Dan, holt ihr es euch? Haben wir 21, fehlen noch 9. Wahrscheinlich holt ihr es euch, okay? Guck mal, da sind sogar 4 Stück. Und er läuft ganz woanders hin. Sehr gut. Er hat's drauf. Oh, da sind die nächsten. Die Fukanos. Ach, hier sind mehr als 30. Ich dachte, das sind insgesamt 30. Na ja, gut. Wollt ihr es euch echt jetzt dann digital holen? Ich habe gehört, manche Leute haben es auch digital schon erstattet bekommen, wenn sie es jetzt zurückgeben wollten. Da Mad Max-Style. Fettes Auto. Die Irsa. Du bist also die Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind, aber ganz ehrlich, es interessiert mich auch ein Dreck. Du willst einen Kampf, also kriegst du einen Kampf. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Dir werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen.
Ja, physische Version doch. Das kommt auf den Support-Mitarbeiter an, wenn du es dir bei Mediamarkt oder Saturn holst, ob du es dann nochmal zurückgeben kannst, das Spiel. Amazon macht es vielleicht auch. Aber in der Regel kannst du es noch auf eBay Kleinanzeigen, eBay und Co. dann weiterverkaufen. Oder bei GameStop. Ich weiß nicht, ob es GameStop noch gibt. Das war für all die Rüpel, die von dir gedemütigt wurden. Ja, von mir aus, wenn es mehr nicht wert ist. Der nächste Angriff wird deine Siegesträume zu Asche verkohlen lassen. Na, immerhin, die Attacken treffen ja mal. Hätte ja auch sein können, dass die Angriffe aufgrund des Höhenunterschieds einfach linear gerade verlaufen und der einfach die ganze Zeit über mir angreift. Ich hätte das auch gefeiert. Pah, mein Feuer brennt immer noch lichterloh. Schädel Starmobil, okay. Standpauke, keine Ahnung. Das Auto selbst ist ein Pokémon, alles klar. Boom. Kann ich das auch fangen? Kann ich auch auf so ein Ding reiten? Das wird schon Stil haben, damit durch die Gegend zu rasen. Sehr knapp überlebt. Ich sollte ja eigentlich mal nur das Pokémon wechseln, aber ich glaube Lea nicht. 30, 70, die Limonade ist ganz gut, ne? Alles klar, dann noch viel Spaß heute und genießt den Sonntag. Die Hälfte haben wir. Ich glaube, wir wechseln mal das Pokémon. Aber ich glaube, Kilia, die würde sofort durch die Flammenattacke down gehen. Alles nur noch. Ich habe keine Schwachstellen angreifen. Das müsste bombenmäßig schwer sein, sodass der Geowurf oder der Fußkick ganz gut wirken müsste. Shit. Ich glaube, mein Mankey kommt nicht zum Angriff. Vielleicht mit einer Terra-Kristallisierung als erstes. Ich hoffe, das darf zuerst angreifen dadurch. Nö.
total verschwendet die Attacke. Gucken wir mal. Wir setzen zum ersten Mal jetzt unser Pamamo ein. Vielleicht. Also der Ruckzuck-Kick, der dürfte ich auf jeden Fall treffen. Aber vielleicht der Armstoß. Was kann der? 2 bis 5 Mal. Nee, machen wir mal einen Ruckzuck-Kick, oder? Okay, da ist mein Feuerpucken doch besser. Selbst mit den Attacken, die nicht so gut sind. Versuchen wir dann doch mal einen Armstoß. Das sieht so lächerlich aus. Also wir werden auch mit Pamamo nicht großartig was reißen. Wir machen Ruckzuck-Keep. Und dann ist es jetzt eh down. Dann lass mal gucken. Er hat Akrobatik 55. Ja, versuchen wir hier mal Dattignies. Oh, sehr gut. Nicht effektiv, das ist sehr zuvorkommend. Stimmt, es ist ja selbst auch ein Feuervogel, ne? Das heißt, mit Akrobatik dürften wir jetzt eigentlich ganz gut durchkommen. Der macht auch nur eine Attacke. Das ist ja auch lame. Sprich derjenige, der auch immer nur eine Attacke macht mit dem Pokémon. Tja, da ist es kaputt. Ich hätte die anderen vorher wiederbeleben sollen, damit die auch XP bekommen. Uff, ich habe echt versagt. Das war's dann wohl. Ja, Schurken seine Karriere jetzt an die Seite legen, ne? Ein Jahr und einige Monate zuvor. Uff, fast hätte ich versagt. Das war ja eine knappe Kiste, aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Die ist kein Stück größer geworden in dem Jahr, hä? Willkommen zurück, ihr Sita. Ich habe dafür gesorgt, dass sich einige der Knabon entwickelt haben. Damit dürfte der Energiemangel behoben sein und das Starmobil kann endlich losbrettern. Es ist voll Pracht. Nobler Otis. Aha. Hinter deiner großen Klappe stecken also doch nicht nur leere Worte. Ach, halt den Rand, ist das deine Art, Danke zu sagen? Niemand braucht deine überflüssigen Kommentare, du Nervensäge. Wow, Yessa, das sagt genau die Richtige. Mit deinem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Da liegst du falsch, Otis. Die Mädchen an der Akademie haben Yessa um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Yessa ist mit Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führte wohl dazu, dass sie negativ auffiel. Genug jetzt, Ryoba. Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte herumzuposaunen? Jetzt chillt mal wieder, Leute. Es gibt Wichtigeres zu tun, als uns hier zu zoffen. Bald ist es soweit. Stimmt, Operation Star. Endlich. Sagt, gibt es Kunde von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat all die Tyrannen dazu aufgerufen, sich auf dem Sportplatz zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt, ich brenne richtig darauf. Das war vor einem Jahr. Ich brannte so sehr auf diesen Kampf, doch jetzt ist meine Flamme erloschen. Das ist dann wohl das Ende. Dein Lokroko hat sich echt reingehängt. Respekt. Ja, aber mein Vogelpokémon hat dich besiegt. Du hast mich geschlagen, hier, mein Teamorden, und sei gefälligst stolz.
Okay. Hat einen kräftigen Händedruck anscheinend. Oh, und diese TM kannst du meinetwegen auch haben. Nitro-Ladung, okay. Aber lass mich eines klarstellen. Ich gebe diesen Orden nicht dir, sondern Lokroko. Und jetzt verschwinde. Du hast schließlich erreicht, wofür du hergekommen bist. Ich denke mal, Lokroko wird erwähnt, weil es die meisten Damage gemacht hatte. Hey, du bist Irsa vom Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das dich gerne sehen würde. Wer bist du denn? Bonn. Ein Knabon. Nein, du bist Bobon. Knalos, aber was machst du denn hier? Dieses Kerlchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Carlos, es scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Akademie ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flammen sehe, weiß ich irgendwie genau, was es denkt. Ich frage mich, was in Carlos vorging, als es sich auf den Weg hierher gemacht hat. Carlos. Mir scheint, als wolle Carlos, dass du zurückkommst. Pff, halt einfach den Mund. Stimmt es, dass Team Star in seinem Verstecken einen Angriff auf die Akademie plant? So ein Gerücht macht jetzt also die Runde? Dann wird an der Akademie ja noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch. Und was war das vorhin für ein modifiziertes Auto, mit dem du rumgefahren bist? Das war das Starmobil. Wir haben es vor langer Zeit für einen großen Kampf gebaut. Aber richtig zum Einsatz kam es erst vorhin, im Kampf gegen euch zum ersten Mal. Ihr habt es noch nie zuvor verwendet und von was für einem großen Kampf sprichst du? Hast du schon mal was von Operation Star gehört? Operation Star? Nicht Operation Stardust? Ja? Nein? Das ist mir kein Begriff. Ah, ihr wisst also nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Okay. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir wieder selber spielen dürfen. Ach so, keine Rückblende mehr. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal eine Rückblende. Plei, Irsa hat dir ihr Teamorden gegeben und damit ihren Boss-Status abgelegt, oder? Verstehe. Ich bin der neue Boss. Ohne ihren Boss ist die Schädierbande geliefert. Irsa. Entschuldige, ich war kurz in Gedanken versunken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Ja, mindestens. Na gut, die Hälfte von dem, was ich jetzt eingefordert hätte. Immerhin. Oh, und TM-Maschine ist erweitert worden. Ich kann noch mehr TM herstellen. Okay, und vom Versorgungstrupp kriege ich auch noch mal ein paar Materialien. Sie ist der Versorgungstrupp? Okay, hallo. Ich bin Kusima vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal vor der Akademie aus der Klemme geholfen. Oh, hätte ich nicht gedacht. Jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus, als Teil meiner Schatzsuche also. Da ich mich mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich eher hinter den Kulissen. Okay. Ich krieg so das Gefühl, sie ist diejenige, die uns diese Aufträge gibt. Weil sie Hackerin ist. Und unser Handy ja gehackt wurde. Hackerin, was drauf... Achso, ja. Arbeite hinter den Kulissen. Hier die zusätzliche Belohnung von Cassiopeia. Damit solltest du einige TMs herstellen können. Cassiopeia meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star eroberst und so das Team kleiner wird. Es soll echt beeindruckend gewesen sein, wie du deine Pokémon in den Kampf geschickt hast. Dank deiner Stärke wird Operation Stardust sicher von Erfolg gekrönt sein. 4 Bosse sind noch übrig. Dann mal viel Erfolg. Ich glaube, das Coolste, was ich bis jetzt hier gesehen habe, ist der Evoli-Ruck.